Ich kam zu Abati vor über 10 Jahren. Ich habe Schuhe gesucht und du hattest Santoni. Und so das Schöne noch dazu, was braucht man mehr? Zu meiner Story, so von der Persönlichkeit her, bin ich ein sehr geradliniger Mensch, habe ganz klare Haltung zu bestimmten Sachen und verfolge da auch ganz klar meinen Weg. Für mich ist Beruf sehr stark auch privat, weil ich mich schon mit meinem Beruf sehr identifiziere. Ich gehe in meinem Beruf auch auf. Beruflich bin ich Augenoptiker, jetzt in der 3. Generation. Und ursprünglich habe ich den Beruf mal gewählt, weil schon mein Vater und auch mein Großvater Augenoptiker waren. Habe aber dann nach einigen Jahren bemerkt, dass der Beruf doch mir wesentlich noch mehr bringt, als nur dieser Tradition nachzugehen. Weil es ein Beruf ist, dem man Menschen viel Lebensqualität auch geben kann. Und deswegen gehe ich in diesem Beruf halt auch so auf. Privat bin ich ein Mensch, der sehr viel Wert legt, hohe Qualität und auf außergewöhnliche Sachen. Deswegen bin ich ja auch bei dir. Das ist einer der Hauptgründe. Ja. Und das ist auch so meine Haltung, meine Mission im Grunde genommen. Diese Qualitätsgeschichte, dieses Qualitätsversprechen, was ich anderen Leuten gebe, aber was ich selbst auch erwarte. Stil ist zum einen, dass man weiß, was einem steht oder nicht steht. Das finde ich schon, ist auch ein Ausdruck von Stil. Aber Stil ist natürlich noch viel mehr. Es ist eine Lebenshaltung. Ja. Wie gehe ich im Leben auch mit anderen Menschen um? Was habe ich für ein Werteempfinden? Also an Abati mag ich schon den Prozess, sich schöne Kleidungsstücke auszusuchen. Das fängt an mit der Auswahl vom Stoff, von den Knöpfen bei Sakkos, beim Innenfutter. Und am Ende ist man immer gut gekleidet, hat immer Stil, Passform, aber auch Tragekomfort. Und das ist was, was ich an Abati sehr schätze. Das habe ich von Ware, die ich von der Stange kaufe, einfach nicht.